Joachim Markstadt aus Magdeburg wurde kürzlich mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Er erhielt diese Auszeichnung unter anderem für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für das Gedenken an die Opfer des Stalinismus. Wir hatten Gelegenheit, uns mit Joachim Markstadt über sein Wirken in Vergangenheit und Gegenwart zu unterhalten. Markstadt, hier rechts, war in den 50er Jahren Mitglied in der Widerstandsgruppe Eisenberger Kreis und wurde 1958 zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Im Reiseführer für die Deutsche Demokratische Republik aus dem Jahr 1970 heißt es: Eisenberg, Kreisstadt im Norden des Bezirkes Gera, nahe der Autobahn Berlin-Hirschberg gelegen. Und von dieser aus gut sichtbar ist eine vielseitige Industriestadt mit 13.784 Einwohnern, deren Betriebe oft wichtige Zulieferer für bedeutende Industriezentren sind. Eisenberg blieb im Krieg unzerstört und bot doch bald schon, wie viele Städte in der DDR, ein trostloses Bild. Der Fortschritt in Eisenberg dokumentierte sich einzig durch die Industrie mit dem VEB-Möbelkombinat, einer Porzellanfabrik, der Fleischwarenherstellung und dem Musikinstrumentenbau. Meine Ministerpräsidenten, Herrn Professor Böhmer, die Ehrenmedaille des Landes Sachsen-Anhalt erhalten. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung persönlich? Für mich ist es natürlich eine sehr große Freude gewesen, dass meine bisherige Arbeit anerkannt wurde als ehrenamtlicher Referent oder Zeitzeuge für Schulen und Universitäten und Fortbildungsseminare. Und auch, dass unser Widerstandskampf auch in dieser Auszeichnung Anerkennung gefunden hat. Ja, denn ich gehörte ja einer Widerstandsgruppe, dem sogenannten Eisenberger Kreis, an, ja, der also von 1953 bis 1958 in Ostthüringen, in Eisenberg, agiert hat. Ja. Und da ist also bis jetzt meiner Meinung nach wenig über diesen Jugendwiderstand in der DDR berichtet worden in den Medien, beziehungsweise so nach und nach hat man das Gefühl, dass das Interesse verlischt. Der Eisenberger Kreis ist die Geschichte von Jugendlichen, die sich hier in der Oberschule der Stadt zusammenfanden und organisierten. Sie wandten sich gegen das Diktat der FDJ und gegen die Verfolgung der Mitglieder der jungen Gemeinde, die in den Augen der SED eine Gefahr für die Ideologie der Partei waren. Sie wurden verfolgt und von der Schule ausgeschlossen. In Eisenberg, also da, wo Sie Ihre Jugend verbracht haben, da sind Sie ja schon vor einigen Jahren auch so ähnlich ausgezeichnet worden. Ja. Zusammen mit Ihren Mitstreitern. Ja, da sind wir von einem mit, das stimmt. Und zwar war es ein ehemaliger Bürger, also der Bürgermeister in Eisenberg, stammte aus Magdeburg, und ich war ganz überrascht, dass er also diese Auszeichnung vorgenommen hat damals an uns. Und wie gesagt, aber danach hatte ich noch irgendwie die Hoffnung, dass ich irgendwie die Schulen oder die Bevölkerung oder von den Parteigremien sich dafür interessieren würden. Das Interesse ist gar nicht da. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, man ist irgendwie so ein schwarzes Schaf gewesen, man hat die Stadt praktisch in Dreck getreten. Ja, also es wurde immer wieder uns betont, ja, unsere Großväter haben gesagt, ihr seid ja nur Brunnen, im wahrsten Sinne des Wortes Brunnenvergifter gewesen. Ihr wolltet ja die ganze Stadt eben eliminieren. Die Ereignisse im Juni 1953 in der DDR. Begonnen mit Protesten der Arbeiter in der Stalinallee in Berlin gegen die Erhöhung der Normen, wurde aus ersten Demonstrationen der Volksaufstand gegen die SED-Diktatur. Hunderttausende forderten überall in der DDR, was 1953, aber auch danach die Jugendlichen des Eisenberger Kreises formulierten: Freiheit. Im Gegensatz zu den meisten Deutschen in der DDR reagierten sie nicht mit Resignation, sondern in der Erwartung eines bald nahenden Endes der DDR.
Es wird ja auch uns dann indirekt angelastet, dass dieser wirtschaftliche Zusammenbruch nach der Wende, ja, dass das also so ungefähr, naja, so ein System, was ihr da oder wofür ihr eingetreten seid, das wollten wir gar nicht haben. Ja, also lasst uns mit diesem Kram in Ruhe. Ja. Das mag vielleicht beim einen oder anderen so ja so stimmen, dass sie gesagt haben, ich weiß es ja nicht, aber das können Sie jetzt gleich erklären, dass Sie, sagen wir mal, eher zwar gegen den Kommunismus, aber vielleicht auch für ein menschlicheres sozialistisches System gekämpft haben. Kann das sein? Ja, natürlich. Ich meine, wir hatten ja auch ein 10-Punkte-Programm und dieses 10-Punkte-Programm, das besagt klar und deutlich, was wir bezweckt haben. Also wir waren ja nicht irgendwie so ein Verein von Spinnern oder so. Ich meine, man muss natürlich nun in Betracht ziehen, wir waren damals 16, 17 Jahre und ich weiß, Schüler noch, und ich weiß nicht, ob heute diese politische Aufklärung ob die heute hier unter den Jugendlichen, wie ich bis jetzt feststelle, ob das vorhanden ist. Ja? Also ich habe da in manchen, es ist natürlich differenziert, wir haben Oberschüler und so weiter, wo wir auch sehr, sehr gut aufgeschlossen, also sehr gut miteinander, also kommunizieren können, ja, aber es ist eben, ich weiß nicht, es müsste von meines Erachtens nach in den Schulen viel mehr noch aufgrund da es ja im Geschichtsunterricht fehlt, es müsste also viel mehr in der Geschichte da reingegangen werden und noch so lange die Zeitzeugen leben, sie noch an die Schulen vermittelt werden, damit sie also darüber berichten können. Ja, was, denn es ist ganz anders, als wenn ein Zeitzeuge das erzählt, als wenn ein Historiker darüber berichtet. Denn wir können immer noch mit, auch die persönlichen Erlebnisse, die man hatte, noch mit auffrischen. Ja, es ist ja diese ganze, mit dem Ende der Haftzeit war ja das alles nicht abgeschlossen. Es ging ja dann weiter, ja. Ich habe ja fast 4000 Seiten von der Gaukbehörde zugeschickt und da ist man erstaunt, dass man fast, also wie der Eckermann seine Memoiren da alles wiederfindet, wo ich heute überhaupt sage, wo hast du da Pflaumen gekauft oder warum war der Bauwagen vor deiner Tür und hat dich da beobachtet, ja. Also es ist, und vor allen Dingen das Schlimme ist ja auch gewesen, man hat sich nicht davor gescheut, auch die eigene Ehefrau noch einzuspannen, ja, als IM. Die spektakulärste Aktion starteten die Jugendlichen im Januar 1956 hoch oben über der Stadt. Anlass war die Militarisierung der DDR, die bevorstehende Gründung der Nationalen Volksarmee. Ziel ihres riskanten Unternehmens war der Schießstand der Gesellschaft für Sport und Technik in Schortental, dessen Baracke in Brand gesteckt wurde. Die Folgen des Anschlags sind noch bis zum Ende der DDR sichtbar, auch wenn die Jüngeren später nicht mehr wussten, was sich damals in den 50er Jahren hier ereignet hatte. Das komplette Interview mit Achim Markstadt und weitere historische Aufnahmen können Sie ebenfalls demnächst in einem MO3-Spezial sehen.